Ein Greenhorn, Englisch für Neuling, ist eine Person, die sich neu in ein Fachgebiet einarbeitet, um ein persönliches Ziel zu erreichen oder in die entsprechende Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Hi, ich bin Saki. Willkommen zu einer neuen Folge meiner Greenhorn-Reihe für Bushcraft-Anfänger. In den vergangenen Teilen, da habe ich dir eine ganze Menge Möglichkeiten gezeigt, wie du dir deine Survival-Plane als Wetterschutz aufbauen kannst, indem du sie als ein Tarp benutzt. Das haben wir zumeist jedoch mitten im Wald gemacht und haben dann Bäume benutzt, um das Tarp aufzuspannen, zum Beispiel als Schrägdach. Was ist jedoch, wenn du eher mal auf einer freien Fläche dein Lager aufbauen möchtest, weil es dort schöner ist, sonniger ist, weil der Boden ebenmäßiger ist? Dann hast du die Möglichkeit eines sogenannten Stangen-Setups und das möchte ich dir heute zeigen und noch ein paar neue Ausrüstungsgegenstände. Legen wir los! Wenn du mittlerweile auch ein Messer in deiner Ausrüstung hast, so eins wie dieses hier oder irgendein anderes, ganz egal, dann möchte ich dich darum bitten, transportiere es bitte in deiner Scoutrolle, in deinem Rucksack oder was auch immer du benutzt und trage es nicht schon am Gürtel, wenn du noch durch deinen Ort, durch deine Stadt gehst, also unter anderen Menschen bist, da hat so ein Messer nichts zu suchen. Hol es erst heraus, wenn du an deinem Trainingsort bist. Okay, und jetzt geht's los. Ich suche mir erstmal zwei Stangen. So ungefähr 1 Meter Länge. Wenn du die Wahl hast, dann nimm am besten immer Totholz. Natürlich könnte man auch frisches Holz schlagen, aber als Waldläufer wollen wir die Natur natürlich immer so wenig wie möglich schädigen. Dieses Stück Totholz ist ganz prima. Es lässt sich zwar gut brechen, aber es hat noch eine gewisse Stabilität, sodass ich mein Tarp daran aufstellen kann. Und hier oben, da schnitze ich das Ganze jetzt spitz zu, damit es nachher in eine der Ösen oder durch eine der Ösen des Tarps passt. Wichtig, arbeite mit deinem Messer immer vom Körper weg, niemals zum Körper hin, damit du dich nicht verletzt. Und immer, wenn man das Messer nicht benutzt, dann wird es sofort wieder weggesteckt, bis man es wieder braucht. Der hier ist auch tot, aber der kommt mir nicht stabil genug vor. Ich werde noch einen finden. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, wunderbar. Die sind doch ungefähr gleich lang. So ein bisschen Unterschied macht gar nichts aus. Dann stecke ich den einen etwas tiefer in den Boden und dann passt das wieder. Und dann werden jetzt auch noch die Unterseiten ganz leicht angespitzt, damit ich das Ganze einfacher in den Boden stecken kann. Bevor es jetzt gleich an den Aufbau geht, möchte ich noch einen neuen Ausrüstungsgegenstand ansprechen, der dir das Leben deutlich erleichtern kann und den ich dir daher ans Herz legen möchte. Für den Aufbau müssen wir jetzt gleich wieder unsere Survival-Plane an einer langen Seite am Boden befestigen und dafür haben wir in der Vergangenheit selbst geschnitzte oder selbst gebrochene Heringe aus totem Holz benutzt. Diese Heringe halten aber meist nicht lange, besonders dann, wenn man sie in einen Rucksack mit hineinsteckt oder in die Scoutrolle, dann zerbrechen sie und man muss sich immer neue suchen. Und als junger Bushcrafter, als Greenhorn, habe ich mir hier mit selbstgebauten Heringen geholfen. Und zwar habe ich bei meinem Vater in der Werkstatt so lange Zimmermannsnägel gefunden und die habe ich mir einfach mit Hammer, Zange und Amboss an einer Seite so ein bisschen umgebogen und dann hatte ich Zeltheringe. Das ist eine prima Sache, die du auch machen kannst.
Aber nur, wenn du diese Nägel irgendwo zur Verfügung hast, denn extra neu kaufen dafür lohnt sich nicht. Ich habe extra mal für diejenigen, die das machen müssten, in verschiedenen Baumärkten geschaut. Und diese Nägel gibt es natürlich nicht einzeln zu kaufen, sondern man muss sie in kleinen Sets kaufen. Und wenn ich da auf die Preise schaue, dann lohnt sich das nicht, denn für denselben Preis bekomme ich selbst im Baumarkt sogar schon einen Satz richtige Zeltheringe. Keine wahnsinnig besonderen, aber einfache, gute Zeltheringe, die es absolut tun. Also hier wäre zum Beispiel so ein kleiner Satz. Und sowas hier, das kostet das gleiche Geld. Und sowas kauft man fürs Leben. Die kauft man einmal und die halten jahrzehntelang, wenn man sie nicht aus irgendeinem Grund komplett krumm biegt oder so. Aber selbst dann könnte man sie wieder mit einem Hammer gerade bekommen. Und das erleichtert dir dein Outdoor-Leben ungemein und kann auch in vielen, vielen Jahren für alles Mögliche draußen verwendet werden. Das meine Empfehlung für einen nächsten Ausrüstungsgegenstand. So, wie gesagt, wird eine Seite jetzt wieder am Boden befestigt, entweder mit selbst gekauften oder selbst hergestellten Heringen. So ist das natürlich super einfach und spart wahnsinnig viel Zeit. Ich habe jetzt nicht mal in jedes Loch einen Hering gesteckt, sondern nur in jedes zweite, denn diese Heringe halten das Tarp natürlich bombenfest am Boden. Als nächstes brauche ich jetzt zwei Stück Schnur, vielleicht so 1 bis 2 Meter lang ungefähr, sind die, die ich hier jetzt verwende. Und in beide Enden binde ich jetzt einen Topsegel-Schotstick. Als fleißiger Zuschauer meiner Greenhorn-Reihe kennst du den ja schon aus dem FF und kannst ihn quasi blind knoten. Und jetzt kann ich das Tarp aufstellen. Stangen, Heringe, los geht's. Den angespitzten Teil durch die Metallöse. Und das Ganze aufstellen. Etwas in den Boden rammen. Dann das Seil darüber legen. Und zuziehen. Schön festhalten. Nach vorne abspannen. Und mit einem Hering im Boden fixieren. Und das Gleiche jetzt auf der zweiten Seite. Und fertig ist mein Sonnen- oder Regenschutz. In der Mitte hat das Ganze gerade noch ein bisschen durchgehangen. Dementsprechend habe ich diesen Stecken hier genommen und etwas weiter nach außen geholt und die Abspannung auch etwas weiter nach außen geführt. Nochmal ein direkter Blick von vorne. Ihr seht also, die Abspannungen führen nicht ganz gerade nach vorne, sondern etwas seitlich. So bekommt man die maximale Stabilität. Ja, und so machst du einen einfachen Aufbau auf freiem Feld. Eine weitere Option für deine Survival-Plane. Macht's gut! Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Outdoor-Hobbys vor.